Es ist mal wieder Zeit für ein Bier von Maisel & Friends. Diesmal eine Kollaboration. Mit wem sie da kollaboriert haben, was für Bier rausgekommen ist. Wir klären das alles in wenigen Augenblicken. Ja, wunderbar, schön, dass ihr weiter mit dabei seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Wieder mal mit einem Bier von Maisel & Friends. Diesmal haben sie es aber nicht allein gemacht, sondern sie sind eine Kollaboration eingegangen. Und der Jeff Maisel hat ja so ein bisschen auch seine Drähte in die USA und ist diesmal aber nicht dafür verantwortlich, dass dieses Bier mit einer Brauerei in den USA entstanden ist, sondern der Michael König, der Diplom-Biersommelier des Hauses, der hat auf der Braukunst Live vor, ich glaube, 7 Jahren war das, den Jamie Dietenhofer kennengelernt. Klingt jetzt erstmal sehr deutsch, zumindest der zweite Teil, also der Nachname. Ist aber tatsächlich ein waschechter Amerikaner, der aber natürlich, wie viele in den USA, deutsche Vorfahren haben. Wer Dietenhofer heißt, der muss ja auch deutsche Vorfahren haben. Und der ist der Gründer und Chef und wahrscheinlich auch Chefbrauer ist er, glaube ich, nicht, das war wer anderer. Aber zumindest ist er dafür verantwortlich, dass diese Kollaboration entstanden ist in der Figuera Mountain Brewery. Und die liegt in Kalifornien. Und wer jetzt keine Ahnung hat, wo das ist, habe ich ein bisschen nachgeschaut. Es ist nordwestlich von Los Angeles, so von Santa Barbara, fährt man dann so ein bisschen in die Berge rein, kommt an lustigen Städten vorbei wie Solvang, kann da auch noch von Firestone Walker die Sauerbier-Facility sich anschauen und dann irgendwann ist man bei der Figuera Mountain Brewery. Also da ist viel auch biertechnisch geboten in dieser Gegend, Los Angeles sowieso und alles, was dann südlich liegt. Aber diese Brauerei hat zusammen mit Maisel & Friends das Bier gebraut. Der Michael König hat den Jamie nämlich auf der Braukunst live kennengelernt und ja, da kommen dann halt einfach auch mal wahrscheinlich bei späterer Stunde dann verrückte Ideen zusammen. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht da entstanden, sondern die sind einfach nur lange genug in Kontakt geblieben. Seit 2010 brauen die Herrschaften da Bier und jetzt eben mit den Bayreuthern zusammen. Was ist es geworden? Es ist ein Maibock geworden und das finde ich sehr spannend. Das Bier hört ja auch auf den Namen Bockville. Es gibt ein Lagerbierfest in der Brauerei und anlässlich dessen hat man das gebraut. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat man es sowohl einmal in den USA und einmal in Bayreuth gebraut. Zumindest vermute ich das, denn es waren auch Dosen dabei und ich weiß gar nicht, ob Maisel überhaupt Dosen macht. Ja, ich glaube schon. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wurscht. Jedenfalls, dieser Maibock hat 7,3 Volumenprozent Alkohol, 16,5 Grad Plato und hat einen deutschen Anteil. Das ist in diesem Fall der Hopfen, der im Heißbereich reingekommen ist. Das ist Kalista, Saphir und Hercules, alles aus Deutschland. Und dann ist er gestopft worden und da hat man dann nicht weniger genommen als Simcoe und Mosaik als klassische amerikanische Hopfensorten, die auch Figuera Mountain in ihren Ales verwendet. Das Ganze aber ein Lagerbier, war ja auch für ein Lagerfest gemacht. Und ich würde sagen, jetzt habe ich genug geredet. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier schöne gelbe Bottle Cap. Und dann ab dafür ins Glas. So. Ja, wir haben eine ganz leichte Trübung, würde ich sagen. Ansonsten eine schöne goldene Farbe. Der Schaum schön fein und es riecht schon bis hierher. Schöne leichte Kohlensäure. Oh, das ist Wahnsinn. Boah. Schöne leichte Kohlensäure da drin zu sehen. Und wie gesagt, schöne Trübung. Jetzt kommt die Nase dran. Und das ist echt eine tropische Fruchtpackung. Da ist aber auch Steinobst mit dabei, das ist ein bisschen Pfirsich. Sehr süßlich, überreife Maracuja, Papaya, so in diese Richtung. Leichtes helles Malz und wie gesagt, diese leichte Süße dabei. Oh, setz mal wohl, cheers, bin sehr gespannt. Oh. Also, erstmal, das ist trockener als erwartet. Das hat ganz anders gerochen. Also man kann Süße nicht riechen, aber ich habe eine ganz andere Assoziation gehabt, wie das jetzt gleich schmeckt. Und das ist deutlich trockener, um nicht zu sagen, hui, ganz schön trocken. Schön frisch, helles Malz. Super fruchtig, so Maracuja mit dabei, bisschen Aprikose, ganz viel Zitrusfrucht. Da ist ein bisschen Grapefrucht jetzt noch mit am Start. Schöne, schöne Würze. Ähm,
so leicht getreidige Noten. Eine, ja, durchaus spürbare Bittere. Also für einen Bock ist das schon ganz ordentlich. Böcke ja auch für so gewöhnlich eher so ein bisschen auf der süßlicheren Seite zu Hause. Das ist hier eher nicht so der Fall, sondern wie gesagt, der ist durchaus trocken. Aber trotz alledem schön weich und voll im Mund. Muss auch sagen, 7,3 Volumenprozent. Von denen merke ich jetzt auch nicht so viel. Also auch gefährlich an der Stelle. Angenehmer mittlerer Körper. Eine, ja, so leicht cremige, feine Kohlensäure mit so ein bisschen so einer Spritzigkeit dabei. Leicht ölige Textur auch. Da sind wir dann wieder beim Bock. Und hinten im Nachtrunk, es bleibt schön fruchtig. So diese Steinobstnoten, die werden ein bisschen stärker. Ansonsten angenehm getreidig. Es wird vielleicht ein bisschen süßlicher und die Bittere kommt auch noch ein bisschen stärker dazu. Und die Süße, das ist so eine ganz dezente, leichte Honignote, die da reinkommt. Aber ohne, dass das jetzt wirklich, wirklich süß werden würde. Also ich finde es richtig cool, weil, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist mal ein bisschen was anderes als so diese klassischen hellen Böcke, die klassischen Maiböcke. Und da ist Ihnen, glaube ich, wirklich was gelungen. Ich finde es richtig gut. Bockwill, wenn ihr Bock auf Bock habt, dann ist die Will genau das Richtige für euch. Komme ich jetzt da wieder raus. Von ProbierTV gibt es dafür 4,5 Punkte für Bockwill, den Maibock aus dem Hause Meisel & Friends. Und ja, wenn ihr noch kein Abo vom Kanal habt, dann löst doch ganz schnell da unten eins nach. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder mit der nächsten Bierverkostung. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.